Wo ist denn die Kamera? Da oben in der Ecke, oder? Ja, läuft schon. Okay. Alexander Riedl, Drehbuch und Regisseur von Hundsbuben, Die letzte Chance, Dokumentarfilm. Läuft im Wettbewerb auch. Können Sie mir kurz erzählen, worum es sich in Ihrem Film, also worum es in Ihrem Film geht? Also die Hundsbuben sind ein langer Dokumentarfilm, das ist richtig, 90 Minuten. Und es geht um eine Handvoll Jungs, die von 2, 3 Pädagogen sehr intensiv begleitet werden. Über ein Jahr habe ich die begleitet. Das ist eine intensive Klasse. Jungs, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem normalen Schulalltag rausgefallen sind, wegen Gewalt, wegen Sitzenbleiben, wegen zu vielen Verweisen, wegen Rauchen und renitenten Verhalten im Allgemeinen. Und nun werden sie da zusammengesammelt und sie kriegen nochmal eine Chance, sich zusammen zu raufen und eventuell einen Hauptschulabschluss zu bekommen. Und Sie begleiten das mit der Kamera, dokumentieren auch ein wenig. Mich würde interessieren, wie kam es zu diesem Projekt? Wie kamen Sie auf die Idee, gerade dort hinzugehen? Das war ein Auftrag vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe vor einigen Jahren den Film Draußenbleiben gemacht. Da habe ich die Mädchenfreundschaft erzählt von 2 Mädchen am Rande der Stadt München, die auch schon in der Schule sehr viele Probleme hatten und aber auch vor allem im Aufenthalt. Und das ist jetzt, wenn man so möchte, die Antwort, die intensive Beobachtung von einer Jungsklasse und da auch nicht mit Migrationshintergrund, sondern tatsächlich wirklich eher aus der Mitte der Gesellschaft, aus der deutschen Gesellschaft erzählt. Ja, und diese Auftragsposition habe ich angenommen und habe angefangen, die ein Jahr lang zu begleiten. Mhm. Ist der Film fertig geworden, letztes Jahr ein Hof, Lieferuraufführung und jetzt auf den Bozener Filmtagen. Und was ist jetzt Ihre Message? Also es ist eine Auftragsarbeit, also da wird sicher auch ein Ziel dahinter stehen. Und was ist jetzt Ihre persönliche Mitteilung an die Zuschauer, an den Zuschauer? Was wollen Sie? Also es war schon ein sehr offener Auftrag, das muss ich schon sagen. Es war ganz toll, dass ich wirklich machen konnte und erzählen konnte, ganz frei. Und wenn man ein Jahr erzählt, dann ist es ja auch wirklich immer offen. Wie geht das Ganze aus? Also am Anfang weiß man nun wirklich nicht, was nach 365 Tagen dann letztendlich wirklich bei rauskommt. Man muss sich erstmal entscheiden, welche Jungs beobachte ich, welchen Schwerpunkt setze ich und so weiter. Und das ändert sich dann natürlich alles doch nochmal im Laufe dieser langen Drehphase. Und ich biete das als offenes Projekt einfach an, sich in Kontakt zu begeben mit diesen Jungs und damit auch mit schwierigen Jugendlichen allgemein vielleicht und vielleicht auch mit seinen Vorurteilen zu arbeiten oder mit den Vorurteilen in Konfrontation zu geraten. Wie schaue ich in Zukunft auf solche Jungs, die eventuell wegkippen können, die erstmal unangenehm sind, wenn ich sie in der U-Bahn beobachten muss oder wie auch immer. Oder vielleicht mal so einen Blick dahinter wagen und dann unter Umständen nach dem Film einen anderen Blick drauf zu haben. Mhm. Nun sind wir ja jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, auf den Bozener Filmtagen. Sie sind jetzt seit gestern hier oder schon? Ja. Mhm. Wie gefällt es Ihnen hier? Wie ist die Stimmung? Wie sehr, sehr fühlen gut. Sie sich wohl? Ja, wir fühlen uns immer wohl in Bozen. Ich bin schon ein paar Mal in Bozen gewesen und auf den Bozener Filmtagen eingeladen gewesen und es ist immer ein Highlight des Jahres. Das wievielte Mal? Sie waren ja voriges Jahr auch hier. Ja, mit dem Ich koche. Ich koche, genau. Da habe ich die Kamera gemacht. Genau, genau. Und dann waren wir schon mal mit 2 Kurzfilmen da. Also das ist schon das 4. oder 5. Mal. Okay, gut, dann wünsche ich noch schönen Aufenthalt. Dankeschön.